Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 21. Wir sind immer noch am Start mit unserer Karriere. Die Hinrunde ist vorbei. Wir sind, ja, dran oben. Zwei Punkte sind es, glaube ich, hinter Dortmund und hinter den Bayern. Apropos Bayern, das wird unser nächster Gegner sein, dann im Auswärtsspiel. Und dann können wir sogar an den Jungs vorbeiziehen. Wir waren mal bei 8 Punkten Rückstand, haben es mittlerweile echt hochgekriegt. Beziehungsweise runtergearbeitet bekommen. Wir haben gegen die Bayern zu Hause gewonnen. Frankfurt hat gegen die Münchner 2-1 in München gewonnen. Also mal gucken. Es sollte funktionieren. So. Und jetzt geht es weiter auf jeden Fall erstmal mit dem Transferfenster. Also heute und morgen sehr wahrscheinlich kein Spiel, sondern nur wirklich drei Transfers wieder mal. Ihr kennt das ja so ein bisschen. Gucken wir mal, wer dann am Ende kommt und wer geht. Ich glaube, 3 oder 4 Abgänge haben wir ja mittlerweile schon durch. Gucken wir mal gerade. Lassen wir den jetzt einfach mal durchlaufen gerade. Das dauert jetzt gerade alles einen kleinen Moment, weil immer wieder Trainingseinheiten drin sind und so. Also einfach erstmal ein bisschen Geduld gerade. Gescoutete Spieler, da ist noch alles. Da ist nochmal was. Kam nochmal eine Nachricht rein. Die Benachrichtigung mal rausnehmen. So, und dann geht es jetzt gleich ins Transferfenster. So, und jetzt sind wir, glaube ich, drin, oder? Ne, Samstag, 31. Dezember, immer noch nicht so ganz. Jetzt, er müht sich gerade auf den letzten Zentimetern hier. Jetzt. Jetzt sind wir vorüber. Ach, jawohl, geschafft. Und damit gehen jetzt einige Spieler weg. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle in der Tasche. Und dann muss Mustafi, also den Verein ja jetzt verlassen. Für 35 Millionen, was das am Ende war. So, Bug hier. Und jetzt müssen wir mal gucken, was am Ende Finale rüberkommt. Die Frage ist, wen können wir noch? Also, ich verpflichte, will ja gerne dann die Olmo verpflichten. Die Frage ist, ob er kommen würde. Wie viel Kohle hätten wir denn? Haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Ja, mit Transferbudget von 35 Millionen. Das ist also, ich glaube, das dürfte zu knapp werden. Ne, 70 Millionen, vergiss es. Das ist der Transfermarkt, das ist angepasst. Der war mal irgendwo bei 25 Millionen oder so. Ja, da ist auch nichts drin. 116 bis 166 Millionen, ja, für meinen Wunsch wieder. Der ist einfach nicht machbar momentan, was das Finanzielle betrifft. Ich muss mal gleich gucken, was ich noch holen kann. So, gucken wir mal, wenn wir noch so aus der Teamzentrale, wenn wir da noch abgeben könnten. So. Ah, der ist auf der Transferliste schon. Na, das sind so 2, 3 Leute, die auf der Liste sitzen können. Amatei, ja, tut mir leid für ihn jetzt, aber dass ich ihn wahrscheinlich einsetzen kann, werde ich ihn wahrscheinlich abgeben. Gucken wir mal, wie gesagt, momentan. Die Wunschspieler sind halt leider nicht da. Ich würde halt gern irgendwie noch einen Zehner verpflichten. Das ist es halt. Die Position. Das Mittelfeld. So, die Frage ist.
Wen können wir verpflichten? Position, Mittelfeld. ZOM, hätte ich gerne. Spielername brauchen wir gar nicht gucken. Gehen wir mal in die Bundesliga, damit wir da mal gucken können, was wir verpflichten. Was so finanziell vor allen Dingen drin wäre, was da so vorgeschlagen wird. Ja, Kunja, der hat jetzt ja so ein bisschen. Was haben wir denn? 8,7 Millionen. Argo, der ist jetzt nicht relevant. 55 Millionen. Wir sind bei, was habe ich gesagt? 35 haben wir, ne? Oh, Julian Draxler, 45 Millionen. Ich bin in Leverkusen, hätte ich nicht gedacht. Gut, das Ingame ist ja schon 29. Krass. Ich habe den damals als 17-Jährigen gesehen, das erste Mal. Und das ist schon ein paar Jährchen, ja. War damals das Pokal, 2011 das Pokalspiel. Ja, das kommt hin. So, also wenn ich das Spiel nämlich gegen Nürnberg zu Hause, weil der wirklich in der 100, keine Ahnung, 107, glaube ich, war es, das Siegtor noch geschossen hat. Isco, auch schon 30. Gajstinovic, Frederik Jensen, Clement, Kruse. Klimovic, ich brauche auf jeden Fall einen, der mir. Paulinho, ach, der wird wahrscheinlich zu teuer sein. 22, ja, ich hätte gerne den Olmo, das wäre klar, aber auf. Ich hatte Paulinho mal so ein bisschen auf den Blick. Schlei. Ja, der Freigabe mit 76 Millionen, der hat auf jeden Fall einen Höhenmarkt. Den kriegt man theoretisch auch noch, den kriegt man theoretisch auch noch für ein günstiges Geld, aber naja. Nathan Viera, Florian Wirtz. Auch der hat 69 Millionen. Zaniolo. Auch der hat einen Marktwert von 50 Millionen, da wird definitiv von der Kohle her nicht hinkommen. Gucken wir mal, ich halte mir meine Paulinho gerade so ein bisschen auf dem Schirm. Vielleicht kriege ich auch noch ein Angebot rein, dass ich nicht ablehnen kann. So, gucken wir mal, ob bleiben würde. Aber kommen würde. So viel haben wir aber momentan nicht. Also es ist jetzt gerade ist eher Low-Phase, klar. Ich warte jetzt gerade. Oh, das Angebot reingekommen. Jetzt muss ich mal gucken, was er bringen würde. 7,3 Millionen nur. 8,2 Villa. Ich lasse mich was gerade mal ein bisschen kurz verhandeln. Ich versuche mal, ob ich den über 10 gedrückt bekomme. Marktwert 7 Millionen, ja. Ich versuche gerade, ob ich noch auf 10 gedrückt kriege. Dann hätte ich 42 Millionen. Ja gut, die haben einige Angebote bekommen. Mal gucken, was haben wir denn da? Ich gehe mal auf 12. Vielleicht sind sie ja dann gnädig. Angebot absenden. Ich gehe. Nee, ich würde gerne einfach nicht unter 10 gehen. So, frag mal. Immer, was wird denn sagen mit 12 Millionen? Damals habe ich ihn aus Leicester geholt. 7,3. Pass auf, dann gehe ich runter auf 10. Transferangebot vorschlagen. Gehen wir mal auf um 1 runter auf 11. Der wird jetzt eh aufstehen und sagen, nö, das mache ich nicht. Naja, ein bisschen auf der Höhe. Pass auf, ich gehe jetzt noch einen runter auf 10 und dann müssen wir es entweder unter Dach und Fach bringen oder. Ich kann ihn eigentlich nicht ab. Gegenangebot. Ich möchte ihn eigentlich gerne im zweistelligen. Im 10 Millionen Bereich. Im siebenstelligen. Haben. Das sind 3 Millionen immer Marktwert. Komm, Leute. Ihr wollt ihn haben. Gib mir 10 Millionen und dann ist das Thema durch. Diese 2, irgendwas Millionen. Ja, schade.
Das ärgerlich, aber tut mir leid, dass der Deal mit dem FC Valencia wird nicht zustande kommen. Schade für mich, schade für euch. Ich hätte ihn gerne gehabt. So, da ist irgendwo eine Ach, was ist nur der Entwicklungsplan von Piontek, der gut echt dabei ist. Darum bin ich sehr zufrieden. Er, er spielt ja immer seine Momente und kann dann auch wieder am Anfang an rein und so. Gut, mit der Lari habe ich definitiv erstmal einen auf jeden Fall Top-Torjäger da vorne drin. Wen haben sie denn da jetzt geholt? Köln hat jetzt irgendwas geholt. Jetzt gerade, das ging jetzt verdammt schnell, dass ich jetzt nicht gesehen habe. Was mit der Nummer 16? So. Amateus nicht genommen. Den hätte ich gerne. Ah, deswegen kommen auch die Angebote für die Jungs nicht rein. Okay, Amateus. Ah, ich hätte einen. Komm, ich probiere es einfach mal bei einem ehemaligen Spieler. Den hatte ich sowieso schon ein bisschen auf dem Schirm. So, probieren wir mal mit einer Transfersumme. Ich probiere es mal auf 20 Millionen. Wird wahrscheinlich eh teurer werden, aber gucken, was wir haben wollen. Oh, der ist direkt angepisst. Ja, das ist schade. Das hätte ich jetzt gerne. Den hätte ich jetzt gerne noch mitgenommen. Also wenn wir nur noch einen Offensiv. Ja, das Problem, ich krieg Olmo, kriege ich nicht geholt. Der ist teuer. Der ist über 70 Millionen wert, den Transferbudget. Wenn jetzt irgendwie noch ein Knaller kommt, einer meiner Stürmer oder meiner Spieler. Ach man, ich brauche einen Zehner unbedingt. Dann will ich jetzt Paulinho holen. Ist das der Leverkusener? Ja. Transferzentrale vermerken. So, gucken wir mal. Aber wann aus Leverkusen Losgeist kriegen. Das ist eigentlich kein schlechter. So, ich hau mal was großzügig rein. 30 Millionen für den Mann. Denn, versuchen. Ja, komm, wenn ich ehrlich bin, die 1,8 Millionen da, die ihr da jetzt noch mit haben wollt, die kriegt da dann auch noch dazu. Aber der Höhe. Dann hätte ich mir einen Bummen 10er noch geholt. Pass auf, dann machen wir das unter Dach und Fach. So. Zentrales offensives Mittelfeld und rechtes Mittelfeld. So, dann gehen wir kurz in die Dings rein, in die Verhandlung, was die Finanzen betrifft. Und wenn das alles zahlbar ist, kann ich ihn mir unter Dach und Fach bringen. Und dann habe ich endlich auch meinen 10er. Dann machen wir auch Feierabend für heute, weil dann haben wir nämlich alles drin, was wir wollten. Ja, klar, Olmo wäre ein Top-Transfer geworden, das wäre klar gewesen. Aber
Ich glaube, es war von der das wäre für die Finanzen, das hätte nicht gepasst. Also, da hätte ich mega Angebote bekommen, über 80, 90 Millionen für manche Spiele bekommen können. Und ich bin erstmal froh, dass ich erstmal so ein paar Leute wegkriege. Aber jetzt werden wir uns Paulinho versuchen zu angeln von Bayer Leverkusen. Der hat uns ja im Ligaspiel, wo wir zu Hause gegen Leverkusen verloren haben, dieses 1 zu 3, da haben wir hat er uns ja, glaube ich, ein Tor eingeschenkt, so ein Traumtor. Und das war so ein bisschen die Überlegung, versuchen wir es mal. Ich brauche auf jeden Fall nur einen Zehner für die internationale, klar, international, wenn wir die Saison spielen. Aber ich brauche auf jeden Fall, um noch ein bisschen Rotation reinzubekommen. So, erstmal wollen sie auf jeden Fall einen Schlüsselspieler bekommen, das ist klar. Dann machen wir das doch. So, wie lange der Vertrag gelaufen soll. Gut, der Kerl ist gerade mal 22 Jahre alt. Da hat Leverkusen auf jeden Fall zu gut zugeschlagen. Wir gehen mal auf 4 Jahre. Ich vermute, dass wir sogar eine vierte Saison noch spielen. Ich will nämlich gerne wieder ins internationale Geschäft. Ich weiß nämlich, ich habe noch kein Datum bekommen, wann das neue FIFA rauskommt. Also werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich, so wie es aussieht, momentan noch eine vierte Saison spielen. Wir sind jetzt Mitte der dritten. Genau, Schlüssel 4-Jahre-Vertrag. Und jetzt mach, komm, jetzt kommen die Finanzen rein. Quatsch nicht so viel. Die Freigabesumme brauchen wir nicht. Warte mal. Ah, kommt 63 Millionen. Dann habe ich zumindest einen Bomben. Genau, dann machen wir es unter Dach und Fach. Und dann haben wir einen Neuzugang auf jeden Fall zu. Und das ist Paulinho von Bayer 04 Leverkusen. Herzlich willkommen im Kader, Junge. 22 Jahre alt. Und ja, da haben wir einen Bomben-10er jetzt gekriegt für den. Und da gucken wir, was in der neuen Saison möglich ist. So, erstmal gucken. Ja, Boston ist für den Boston natürlich jetzt ein bisschen beschissen, weil da hätte ich jetzt. Für ihn ist er natürlich jetzt ein bisschen Katastrophe. So, Teamzentrale. Was hat denn jetzt für eine Trikotnummer gekriegt? Die 8. Ja. Bekommt jetzt erstmal. Bekommt jetzt die 17. Klar, weil jetzt Kobylanski natürlich wieder auf seine angestammte alte Nummer bekommen, weil ich die auf Rashica frei gemacht habe, die Nummer. Aber dann machen wir so, dann kriegt er nämlich auf den, kriegt er die Nummer. Und der kriegt dann die 17. Warte mal, Paulinho, ja, ich bin immer unschlüssig. Lario 21. Kriegt er die 22. Kriegt er sein Alter auf die Trikot, aufs Trikot. Komm, machen wir es so. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA und ich glaube, das Spiel gegen die Bayern gibt es noch nicht, aber wir werden uns um den Transfermarkt noch ein bisschen kümmern. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Spieler noch weg und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen gekauft und so. Auf jeden Fall haben wir erstmal Paulinho geholt. Finde ich cool. Freue ich mich drüber, freue ich mich drauf und ja, mal gucken, was er kann. Bis dahin und tschüss.